Ein Rückstau von zum Teil mehr als 100 Metern. Wartezeiten von bis zu 15 Minuten. Am Bahnübergang Garther Landstraße in Niebüll muss man schon großes Glück haben, um ohne Wartezeit durchzukommen. Es ist zurzeit der Aufreger in der Stadt. Wenn man zur Arbeit kommt, wenn man auf der Seite wohnt und da drüben arbeiten muss, oh, das ist ja, ehrlich gesagt, zum Kotzen. Das Problem ist altbekannt. 32 Minuten waren die Schranken pro Stunde im Schnitt geschlossen. Doch die Situation spitzt sich seit Jahresbeginn zu. Seit sich Deutsche Bahn und Neukonkurrent RDC um die lukrative Sylt-Strecke streiten, haben sich die Autozugfahrten von und nach Niebüll verdoppelt. Wenn RDC im Juni den Regelbetrieb aufnimmt, werden es noch mehr. Für den Verkehr in der Stadt bedeutet das nichts Gutes. Wir haben große Sorge, dass wir hier bald in einer geteilten Stadt wohnen. Gerade morgens und abends in den Rush-Hour-Zeiten. Die Bürger, die auf der anderen Seite der Stadt wohnen, sage ich schon mal in Anführungsstrichen, die stehen hier jeden Morgen und das sind die Leidtragenden. Eine schnelle Lösung ist derweil nicht in Sicht. Eine Brücke gilt aufgrund der engen Bebauung als unrealistisch. Eine Untertunnelung ist dagegen denkbar, allerdings extrem teuer und aufwendig. Im Raum steht zurzeit aber eine kleine Brückenlösung für Radfahrer und Fußgänger. Während der Dreharbeiten waren die Schranken in der Zeit von 16 bis 17 Uhr nach unseren Messungen übrigens nur 18 Minuten geöffnet.